Auch wenn man sich dessen nicht immer so ganz so, ne, und bewusst und so ist. Ja. 1, 2, 3. Gut, das sollte gehen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Dann wollen wir doch mal schauen. Lalalala. So, hier muss ich sowieso erstmal so machen. Lalalala. Und den Rest können wir hier einfach mal zutackern. Zack. Okay, das heißt, wir machen da unten tatsächlich wieder so eine komische Etage rein. Aber vielleicht lässt sich das ja mit irgendwas kombinieren. Mal schauen. So, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich mache das jetzt mal wie so wie ich sonst baue. Und dann mache ich erstmal das Gerüst hin und ziehe das später zu mit dementsprechenden Erdblöcken. Das geht dann immer sehr viel schneller, als wenn man das immer so zwischendurch mal macht. Tralalalalala. Abgesehen davon, dass wir natürlich ständig out of Erde sind. Und wenn wir hier wirklich wieder so lange brauchen, naja, mal gucken. Und hier hinten muss ich mal gucken, bis wohin wir gehen. So vielleicht? So kann man das doch eigentlich machen. La 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 la. Und jetzt. 1, 2. Dann machen wir mal hier. Ich hoffe nur, die Erde reicht. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Und wir wollten die Monsterfalle, wollten wir den Berg ja noch machen. Und deswegen machen wir hier erstmal alles zu. Hat gerade jemand geschossen? Au! Hey, du Arsch! Hat da wirklich schon einer gespawnt oder ist er da oben rausgekommen und runtergefallen? Oder wird es schon wieder dunkel? Nee, noch nicht. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, der ist da rausgekommen und dann da runtergefallen. Kann ich mir anders nicht erklären, warum der sonst da sein sollte. Wir könnten nach unten alles mit Lava auffüllen, dann würde natürlich nichts spawnen. Und wenn, dann meistens nur eine sehr geringe Lebenserwartung haben. So von 2 Minuten. Ist ja auch scheiße. Kommst du auf die Welt, wirst in Lava geboren und bist sofort eigentlich so nach 10 Sekunden tot. Hast nicht mal genug Zeit, um irgendwie oh Scheiße zu denken und schon bist du da irgendwie so ein knuspriger Teriyaki-Spieß. So, 1, 2, zack, zack. So, mal schauen. Das wird hier noch ein bisschen, ein paar Minuten wird das hier noch dauern. Ich bitte mich da zu entschuldigen. BZW, die Bauphase, ihr wisst ja, wie es ist. Ne, wie immer. Lohnt sich dafür alles. Ist ja alles für einen guten Zweck. 1, 2. Ich hoffe nur, wir haben auch wirklich genug Erde dabei. Weil ich habe da so meine Bedenken und dann müssen wir hinterher wieder Erde abbauen. Und ich weiß ja, wie gern ihr das macht. So. Das sieht ja soweit schon mal ganz gut aus. Ach, weißt du, das kann ich auch so machen. So, dann kann ich hier zubauen alles. Das ist ja dann einfach nur noch ferner liefen. Der Rest vom Fest. La 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 la. Huch. Mist. Nein! Naja. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir das zukriegen. Hier sieht es dann sehr authentisch aus. Da haben wir noch ein bisschen. Huch. Ein bisschen. Sandfläche meine ich, ein bisschen Strand, Reststrand. So, la da 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 da, das wird niemals reichen, das wird niemals reichen, la 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 la, aber es wird gut aussehen hinterher. Vor allem könnte man hier da auch noch so ein Gebäude hinstellen eigentlich. So, kommt hier auch nichts gut. Wäre ja blöd, wenn jetzt plötzlich ein Creeper kommt und uns hier einfach mal, ne, wegschlawenzt. So, la 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 la. Na, vielleicht reicht es ja doch, ich weiß es noch nicht genau. Was für eine Sisyphus-Arbeit übrigens. Na.
La da 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 da. Ich würde gerne mehr plaudern, aber ich muss mich gerade darauf konzentrieren, diese Affenarbeit zu machen. Und Affenarbeit nenne ich immer das, wo man wirklich repetitive Schritte machen muss. So ein bisschen Fließband-Productions-mäßig. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es wird gleich wieder Nacht. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das reicht ja echt mit der Erde. Hätte ich nie gedacht, dass wir damit hinkommen. Mal gut, dass wir die mitgenommen haben. So. So, und schon haben wir ein ganzes Stück Land wieder terraformt. Schon haben wir wieder ein ganzes Stück Land unseren Begebenheiten angepasst. Und inzwischen, also inzwischen muss man ehrlich mal sagen, kann man das hier gar nicht mehr... Also wenn ich jetzt da vorne den Berg sehe von der Monsterfalle, gut, den kann man jetzt vielleicht noch ein bisschen besser auskleiden. Das können wir ja noch hinterher machen. Das hat ja bald schon fast gar nichts mehr mit unserer ursprünglichen Welt zu tun, wenn ich mir das so angucke. Das ist ja inzwischen so gewachsen, vor allen Dingen das mit der Monsterfalle erwähne ich ja immer wieder gerne, aber das ist ja auch so das beste Paradebeispiel dafür. Ach, guck mal, da oben ist ein Skelett krepiert. Und ich glaube, ich habe gerade noch irgendein Viech gehört. Naja, komm, dann machen wir hier unten mal dicht. So, mal, wie machen wir das denn nochmal? Machen wir hier mal so, ne? So, und dann können wir hier einfach mal easy so zumachen. Den Berg können wir noch ein bisschen in die Länge ziehen, damit es nicht ganz so doof aussieht. Aber das machen wir erst, wenn wir mehr Erde haben. Jetzt würde ich sagen, da wir dort gerade nicht mehr reinkommen, gehen wir erstmal ein bisschen zum Bauernhof, um dort zu knacken. So, haben wir hier auch keinen Creeper drin, na, das ist ja mal erfreulich. So, gute Nacht! Ich bin gleich fertig mit Geld. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. So, ein schöner Morgen. Und jetzt müssen wir, wir müssen immer noch gucken, was wir so alles tun können. Hier möchte man ja fast, da oben wollte ich ja eigentlich noch, da nach ganz oben wollte ich ja gerne noch irgendwas drauf machen, damit man die Aussicht genießen kann. Und man könnte natürlich noch eine zweite Etage da reinzimmern in den Bau. Der dann so ungefähr da wäre, dann könnte man hier so einen kleinen Balkon machen, so eine Brüstung, die so ein bisschen überragt. Alles so ein bisschen zinnmäßig, mal gucken. Aber das Kistenproblem haben wir natürlich auch noch nicht gelöst. Also was, wo war dann die Kisten und so, wo wir die ganzen Items hinsammeln, die wir so haben. Und ich würde gerne auch mal wieder irgendwann auf eine Reise gehen und wir müssen auch mal irgendwann diese besagte Höhle da wieder, ne, und so. So, was ich hier übrigens erstmal machen kann. La, 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 la. Nehmen wir die Pilze endlich mal weg, ne? Die gehören ja sowieso nicht hin, das wissen wir ja alle. Den Wohnpilz kann ich ja noch ein bisschen da stehen lassen, so vorsichtshalber, aber so generell. La dam, da da dam, da da. Da machen wir uns lieber eine schmackhafte Pilzfalle draus, weil alles andere ist doch eh Mist. So, gib her! Gib her! Können wir die Erde da oben vielleicht? Jawohl, ja. So, dann weichen die Pilze nur also auch langsam. Na, das ist doch mal schon mal grandios. Die waren auch eh nur zum Testen. So, la. Na. Okay, den Wolkenpalazzo wollten wir uns ja auch nochmal vornehmen übrigens. Den haben wir nicht vergessen. Ach, es gibt noch so viel zu tun, meine Güte.
Da soll mal einer sagen, Minecraft wird langweilig und man weiß nicht mal, was man bauen soll. Ich habe irgendwie genau das umgekehrte Problem. Ich weiß immer nicht, was ich als nächstes bauen soll, weil es noch so viel gibt. Hier, das Ding hier zum Beispiel, da weiß ich immer noch nicht, was ich daraus machen soll. Vielleicht wird es eine ganz einfache Hütte, ich weiß es noch nicht. Bliebe mal abzuwarten, ich müsste da jetzt eigentlich ein Dach drauf pflanzen und dann vielleicht mal ein kleines Interieur machen. Muss ja nichts Riesengroßes sein. Ach, das habe ich gerade eh alles nicht mit. Hier den Boden wollte ich noch reinzimmern. Und dann noch ein paar kleinere Räumlichkeiten und eine größere Räumlichkeit hier so. Und hier müsste eigentlich auch ein Fenster rein und hier auch, weil damit da so ein bisschen, naja, Ladenverkauf halt, ne? So, hier haben wir jetzt auch Platz zum Bauen. Sehr schön. Muss ich nur mal gucken, wie genau ich das dann alles baue. Ach, wir haben noch eine Schallplatte und ich wollte ja noch was anderes basteln. Das wollte ich ja bei der Monsterfalle ursprünglich machen. Die Schallplatte tue ich jetzt mal mit hier rein. Hier, Cut und 13. Ah ja. Stimmt ja, ich wollte ja ursprünglich eigentlich noch was anderes bauen. Ach so, hier sowieso nicht. Hier sind wir ja schon wieder bei der Monsterfalle. Hier könnte ich mal mit dem Gravel eigentlich weiterbauen. Aber denn jetzt lohnt sich noch nicht, weil ich muss da von unten erstmal Fundament machen für den Graveg sozusagen. So, und hier muss ich es doch noch mal ein bisschen in Länge ziehen. Das sieht so noch nicht ganz aus, glaube ich. Und unser Flüsslein sollte ursprünglich ins Meer fließen. Das kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Warte mal, wie viel Erde haben wir denn noch dabei? Ein bisschen haben wir noch. Hier, 29 Pilze, das tue ich mal. Huch. Framescape! Lam, da da dam, 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 da da. Ach, hier sind wir noch gar nicht fertig, sehe ich gerade. Irgendwelche Herrschaften, die hier umherwandern, ziellos? Nein, zum Glück nicht. So, und aus Prinzip machen wir hier auch mal dicht. So, und dann ziehen wir das Ganze hier auch mal ein bisschen so in die Länge. Einfach damit das nicht so abgeschnitten aussieht, so wie sonst immer. Na, so, hier hin und dahin. Und ich würde sagen, dann machen wir das mal hier einfach so ein bisschen. La 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 la. So, ach Mensch, das wird noch ein bisschen dauern. Das tut mir echt leid, dass wir hier so ein bisschen verbraten, Zeit und sowas. Und Rohstoffe übrigens auch, aber leider muss das alles sein. So, das können wir später korrigieren. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Das geht schon. Okay, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen wortkarg, ne? Aber ihr wisst ja warum. Ich habe das ja nur tausendmal schon gesagt. Bei manchen Bauphasen muss man einfach sich mal ein bisschen konzentrieren. So. Hab auch kein Thema vorbereitet. So. Hei, ei, ei, caramba.
Mist, dann mache ich das mal so, 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 so. Und das hier oben. Haha! Tüdelü! Hoho! So, ich hoffe auf jeden Fall, die Erde reicht noch. Da bin ich mir jetzt nämlich momentan gar nicht mehr so sicher. Okay, naja, ich fürchte, die Erde wird nicht reichen, wenn wir es vernünftig machen wollen. Und das wollen wir ja. Nicht wahr, Gringos? Okay, die letzten drei Erdestacks. Alter Schwede, haben wir hier Erde verprügelt. Das kannst du ja auch mal wieder niemandem erzählen. Das ist auch so ein Standardspruch, ne? Müsste ich mir mal abgewöhnen. Kannst ja keinem erzählen, dass ich das so oft sage. So, dann kommst du jetzt da raus und dann... Toll, jetzt habe ich einen blöden Sandblock, der mir das Inventar verstopft. So, dann sieht das hier noch aus wie gewollt. Und der Berg ist nicht ganz so abgehackt, wie der normalerweise anmuten würde. La 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 la. Dann machen wir hier nochmal ein bisschen... Ach, jetzt haben wir eine Spinne genau hier unten unter der neuen Höhle. Und Zombies auch. Das ist ja ganz wunderprächtig. So, hier einfach mal ein bisschen... Ne, hier machen wir auch mal ein bisschen auf den Putz hauen. So, la 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 la. Okay, eigentlich müssen wir da noch zumachen, damit es noch authentischer aussieht. Da müssen wir hier diese Lücke schließen und so weiter und so fort. Jetzt wird es wieder dunkel, ich muss wieder schlafen gehen. Das habe ich schon wieder nicht das gebaut, was ich eigentlich bauen wollte, verdammt. Und ich quatsche immer so wenig, weil ich jetzt versuche, diesen Berg da einzugleichen. Das ist ja ein bisschen doof. So, la 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 la. Ich könnte ja mal eine User-Frage beantworten, so aus Spaß im Let's Play. Hey Gronkh, wie heißt eigentlich das Texturenpack und wo kann man es herunterladen? Lies doch einfach die lustigen Video-Infos, dann ist dir schon geholfen, lieber Fragensteller. Und damit habe ich, glaube ich, mindestens 30% aller User-Fragen beantwortet. War mir eine Freude und ein Gedicht gleichermaßen. So, hier sieht jetzt alles neu aus. Na Mensch, ist ja unfassbar. Hier könnte ich noch ein bisschen, ne, so. Mach ich den nochmal weg, so. Und hier müsste ich dann eigentlich... Naja, wie gesagt, da müssten wir eigentlich zumachen, aber das ist, Set's for another day. So, und dann können wir da nämlich auch später noch Dingens hinkloppen. Ich meine, Gras und Blumen und sowas können wir dann hier auch noch hinkloppen. Vielleicht noch ein Häuschen oder so. Ich weiß es noch nicht. So. Huch, und da ist mir Minecraft abgeschmiert. Das ist ja auch mal was Schönes. Na Mensch, dann bis gleich zur nächsten Aufnahme. Tschüss.